ich bin Matthias. Ich bin Thomas. Und wir wollen euch zum digitalen virtuellen Fest der kleinen Forschungen ein bisschen was zeigen mit Glühlampen. Wir sind von der Otto von Guericke Universität in Magdeburg, arbeiten dort in der Elektrotechnik. Wir sind auch irgendwie, man sieht neben uns einen Schaltschrank in einem elektrotechnischen Labor. Wir haben ein paar Messgeräte aufgebaut und wir wollen uns verschiedene Lampen anschauen. Und die erste, mit der wir mal anfangen, ist eine ganz normale Glühlampe. Wir haben hier ein fantastisches Messgerät. Ja, wir haben so einen Aufbau, da kann man die Lampen einbauen. Wir haben die Messgeräte schon mal angeschlossen. Ja, das eine zeigt uns die Spannung und das andere Messgerät zeigt uns den Strom. Und jetzt werden wir sozusagen einschalten und mal gucken, was die einzelnen Glühbirnen für den Strom brauchen. Dann schalten wir ein. Und auf einmal wird es hell, die Lampe leuchtet. Und ich glaube, das mach mal nochmal das Display von dem Messgerät an, dass man das vielleicht noch sehen kann. Also hier messen wir die Spannung. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das sind unsere Netzspannung 230 Volt. Das schreibe ich mal hier oben auf. Das ist auch für alle Lampen die gleiche. Genau, so. Die Spannung bleibt immer gleich, nur der Strom ändert sich. Und was wir natürlich zusätzlich noch machen werden, ich habe hier so ein Messgerät, da können wir uns die Temperatur angucken, also wie so ein Fieberthermometer, wo wir sozusagen mal draufhalten können und gucken können, wie warm die Lampe wird. Also diese Lampe hier zum Beispiel ist schon bei 67 Grad, 68 Grad. Das ist schon eine Temperatur, die man nicht mehr so anfasst. Ne? Ja, deswegen, miss mal schnell den Strom, sag mal schnell, wie viel Strom. Warte, ich gucke ganz schnell. 0,262. So, lass mich kurz überlegen. Nein, ich nehme natürlich meinen Taschenrechner. Ja, das soll mal nicht so sein. Und ich mache die Lampe schon mal wieder aus, damit sie ein bisschen abkühlen kann, sonst kriegen sie nämlich nicht rausgeschraubt. Genau. Also man rechnet immer Spannung mal Strom, ergibt dann die Leistung und wir hatten ja 0,26. Ja, denke ich mal, das reicht. Ja. Das sind 60 Watt. Das sind 60 Watt. Ja, ich glaube, das kennt man auch ungefähr, 60 Watt, steht auch hier oben drauf. Ja. Genau. Ist das schon? Kannst du hier rausreden? Ja, ich gehe mal raus. Ich habe Kryptonfinger, ich leite mal nochmal in die Kamera, da kann man vielleicht sehen. 60 Watt. So, was haben wir als zweites? Als zweites haben wir eine Energiesparlampe, eine Gasentladungslampe. Schauen wir die mal rein. Genau. Und wir können ja vielleicht noch an der Stelle kurz erklären, wie funktioniert das Ding. Hier ist ein Glühfaden drin, kann man bei der nicht sehen. Da wird ein Strom durchgeschickt und der Strom, das sind Elektronen, die fließen dann ganz schnell, drängeln sich dann durch diesen Draht durch, reiben aneinander und diese Reibung, so wie wenn ihr eure Hände aneinander reibt, macht Hitze und dann fängt dieser Faden an zu glühen und der macht dann halt das Licht. Aber nebenbei eben auch ziemlich viel Temperatur. Ja, die Hitze, hast du ja schon gesagt. Das ist sozusagen eigentlich der Urprototyp der Lampe. Ne? Ich glaube, seit der Erfindung der Glühlampe ist das so geblieben, wie es war. Ne? Also genau. Im Prinzip das Gleiche. Das sieht nicht mehr so aus wie eine Glühlampe. Ja? Das sieht schon irgendwie aus wie so eine, ja, sind ja eigentlich zwei Bögen. Hat aber den gleichen Effekt erstmal. Es macht Licht. Das ist mal wichtig. Ja, mal gucken wir es mal an. Also ist ein bisschen dunkler, aber im Prinzip schon doch ungefähr das Gleiche. Man sieht uns hier. Ja. Beleuchtet. Beleuchtet. Ich gucke gleich mal nach der guck mal nach dem Strom. Oh, das ist deutlich weniger, 0,08. 0,08 Ampere. Und ich gucke mal nach der Temperatur. Ich rechne mal im Kopf ungefähr, wenn man da jetzt wieder den Strom mal die Spannung rechnet, dann kommt die Leistung raus und das müssten sowas wie 17 Watt sein. Also das ist deutlich weniger Leistung, die diese Energiesparlampe braucht. Deswegen heißt sie ja auch Energiesparlampe, um ungefähr das gleiche Licht zu erzeugen. Und Thomas misst die Temperatur. Und ihr merkt schon, ich kann die anfassen, weil die hat nämlich nur eine Temperatur von knapp 30 Grad. Genau, und das ist nämlich der Teil des Experimentes, den ihr auch zu Hause ausprobieren könnt, wenn ihr verschiedene Lampen zu Hause habt. Also macht sie mal an, wartet nicht allzu lange, weil sie können sehr schnell sehr heiß werden. Aber die hier kann man jetzt auch nach einigen Minutenbetrieb immer noch ganz gut anfassen. Was hast du jetzt gemessen für eine Temperatur? 30 Grad. 30 Grad. Genau. Ja, die ist so ein bisschen warm. Also das ist ja, das ist in Ordnung. Das ist für meine Finger auch noch in Ordnung. Aber diese hier, ja, also da könnt ihr die Eltern holen, die sagen, ihr weiter könnt. So. Ja, und jetzt natürlich noch ein bisschen noch die Frage, wie macht die halt eigentlich Licht? In diesen Röhren ist Gas drin oder Quecksilber, Dampf drin.
Deswegen sind die auch eigentlich also gut für die Umwelt auf der einen Seite, weil sie wenig Energie verbrauchen, auf der anderen Seite auch schlecht, weil Quecksilber ist halt dummerweise ein bisschen giftig. Aber diesen Quecksilberdampf, wenn man da den auflädt und den entlädt, deswegen nennt sich das Ding auch eine Entladungslampe, macht die halt Licht, ohne eigentlich dabei warm werden zu müssen. So, und die letzte Lampe, die wir haben, ist die modernste, eine LED. Und diese Abkürzung LED, die ich auch schon mal aufgeschrieben hatte, steht für Light Emitting Diode, also für eine Leuchtdiode. Und auch die ist sehr hell und blendet uns hier ein bisschen. Eigentlich genauso hell wie die erste. Genauso hell wie die erste. Vielleicht gefühlt ein bisschen heller als die zweite, die wir hier hatten. Und die hat 0,04 Ampere. Die braucht nur 0,04 Ampere. Also das ist nochmal die Hälfte von der. Und ist gefühlt eigentlich heller. Wenn man da jetzt die Leistung ausrechnet, sind das ungefähr 9 Watt. Ja, nochmal, also fast also die Hälfte, ne? Wenn man genau, die Hälfte. Ja, und was sagt das Temperaturmessgerät? Also mein Fingertemperaturmessgerät sagt noch kühler und das Thermometer sagt 25 Grad. 25. Also sehr entspannt. Das ist eigentlich. Das ist ja kühler als unsere Körpertemperatur. Ich kann mal kurz hier. Meine Körpertemperatur sind, Gott sei Dank, hier an der Hand 33 Grad. Das passt. Dementsprechend sehr gut. Was mir aufgefallen ist, ich hatte da vorhin mal gelesen, hier steht 5,5 Watt. Und hier haben wir aber 9 Watt ausgerechnet. Ja, da sind die Hersteller wieder so, dass sie sagen, die 5,5 Watt bezieht sich auf die Lichtleistung, die hier rausgeht. Ja, aber auf alle Fälle im Schnitt zu der ersten Lampe, zu dem Urtyp der Lampe, seht ihr, dass die Leistung immer weniger wird, ja, aber das Licht oder die Lichtausbeute immer gleich bleibt, oder? Genau. Und das ist in diesem kleinen Wettkampf der Lichter das, was wir euch zeigen wollten. Wir haben das jetzt mal gemessen mit Messgeräten, wirklich Strom und Spannung, sodass wir Leistung ausrechnen konnten, die die Lampen aufnehmen und das sozusagen die Energie, die ihr verbraucht, für die ihr oder eure Eltern bezahlen müssen. Und das, was ihr zu Hause mal selbst ausprobieren könnt, ist, probiert mal verschiedene Lampen aus, macht sie an und fühlt mal, wie heiß sie werden oder ob sie warm werden, ob sie kalt bleiben. Und das habt ihr hier gesehen, desto kälter so eine Lampe bleibt, desto weniger Energie nimmt sie auch auf, desto effizienter ist sie auch im Betrieb, desto energiesparender ist sie. Und die besten energiesparenden Lampen, die wir heutzutage haben, sind so eben diese LED-Lampen. Die natürlich auch am teuersten sind. Ne? Also normale Glühlampe, sehr günstig. Die sind ein bisschen teurer und die sind meistens besonders teuer und dann heißt es immer, die halten sehr, sehr lange. Und das machen sie die meisten. Genau. Ja, probiert es mal aus und viel Spaß weiterhin beim Forschen und Experimentieren. Ciao. Ciao, ciao.